In diesem Video besprechen wir, ob das Abitur zwischen den einzelnen Bundesländern angeglichen werden sollte. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute mal mit der Frage, sollte das Abitur zwischen den einzelnen Bundesländern angeglichen werden? Ja oder nein? Dazu interessiert mich natürlich vor allem eure persönliche Meinung. Deswegen schreibt mir die sehr, sehr gerne einmal hier unten in die Kommentare. Und lasst uns da gerne einfach mal so eine Diskussion starten. Denn für mich ist es natürlich so, dass ich sowohl Schüler aus Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, was auch immer, mit allen möglichen Schülern in Kontakt bin und sie auch persönlich betreue. Und da muss ich erstens mal sagen, ich spüre von der Einstellung her keinen Unterschied zwischen den Schülern nach Bundesland. Ja, also egal, ob jetzt in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen oder in Mecklenburg-Vorpommern, überall strengen sich die Schüler an. Ja, zumindest die Schüler, die natürlich auch wirklich ein richtig gutes Abitur erreichen wollen. Die Frage ist natürlich, wie sieht das mit den Anforderungen aus? Und ich denke, da ist es nicht mehr wirklich, zur Debatte stehend, dass da ordentlich Differenzen da sein können. Ja, wie stark die ausgeprägt sind, glaube ich, wird man nie endgültig klären können. Aber allein dadurch, dass in manchen Bundesländern 5 Abiturprüfungen geschrieben werden, in anderen 4, dass beispielsweise, wo ich in Bayern Abitur gemacht habe, Mathe und Deutsch Pflicht sind und das in anderen nicht der Fall ist, zeugt natürlich schon erstmal davon, dass es da Differenzen gibt. Wie groß dann die Auswirkungen auf die entsprechenden Anforderungen und die Note sind, sei mal dahingestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es als einen absoluten No-Brainer, also als ein, wie soll ich sagen, also ein zwangsläufiges Muss an, dass einfach in jedem Bundesland die Abiturprüfungen gleich schwierig sind und auch, dass das Niveau innerhalb der Oberstufe gleich sein sollte. Es ist ja grundsätzlich erstmal so, dass nach aktueller Gesetzeslage jedes Bundesland zu einem guten Grad selbst entscheiden darf, wie die Bildung eben strukturiert ist und auch welches Anforderungsniveau an welchem Punkt innerhalb des Schulsystems gefordert werden. Und das ist alles super, kann man, warum das so ist, kann ich auch nicht unbedingt nachvollziehen, aber ist meinetwegen in Ordnung. Nur ist es einfach derbe problematisch, wenn diese Differenzen nicht in den NCs der Unis einberechnet werden. Also muss ich einfach sagen, sorry, also wenn das eine Abitur 20% schwieriger ist als andere und dann aber, wenn bei beiden eine 1,4 rauskommt, beides gleich gut ist, dann ist es einfach Schwachsinn. Also es ist wirklich einfach Schwachsinn. Vor allem dann, wenn das Abiturzeugnis wie in so vielen Fällen ja eben auch einfach darüber entscheidet, ob man eben zugelassen wird oder nicht. Und entweder fängt man von Seiten der Universitäten an zu sagen, okay, in bestimmten Bundesländern ist das Abitur 10-20% mehr wert oder man kriegt 0,2 abgezogen von seinem Schnitt oder wie auch immer. Oder man fängt eben von Seiten der Gymnasien an, die das Niveau eben auch anzugleichen. Da ist ja der Prozess auch schon im Wandel, was ich sehr, sehr gut finde. Nur, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man da konkrete Schritte geht, das auch wirklich sehr zeitnah über die nächsten Jahre auch konkret anzupassen. Dass das nicht so ideal ist für die Bundesländer, die bisher vielleicht noch ein niedrigeres Niveau hatten und vielleicht auch die darin befindlichen Schülern, ist auch logisch. Ja, nur deswegen sollte es auch nicht von jetzt auf gleich passieren, aber es sollte schon sehr, zügig passieren, weil es meiner Meinung nach einfach nicht akzeptabel ist, dass sich in allen Bundesländern die Schüler anstrengen und in allen Bundesländern Schüler Medizin studieren wollen, in allen Bundesländern Schüler Psychologie studieren wollen oder wie auch immer. Und dass, ich meine, es ist so ein schmaler Grat zwischen einer 1,0, einer 1,1, einer 1,2, einer 1,3. Und da kann es einfach nicht sein, dass es von den Anforderungen her da Differenzen gibt. In meinen Augen auch zu keinem halben Prozent. Ja, weil es geht einfach nicht. Es geht nicht. Da wird darüber entschieden, ob eine Person in ihrem Leben ihren Berufstraum nachgehen kann oder nicht.
Und die Person kann sich vielleicht sogar einen Ticken mehr angestrengt haben als eine andere Person, kann sogar einen Ticken bessere Noten vielleicht bekommen haben oder wie auch immer. Und dann im Endeffekt aufgrund von irgendeinem Auswahlverfahren oder so, wird nicht mal einkalkuliert, dass das eine Abi vielleicht ein bisschen schwieriger war als andere und dann bekommt die andere Person den Studienplatz. Und das muss ich ehrlich sagen, geht meiner Meinung nach nicht klar. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, mein Gott, wenn es vom Gesetz her so ist, dass jedes Bundesland es so machen kann, wie es will, dann ist das halt so. Und mit dem Gesetz der Freizügigkeit, damit meine ich nicht, sich körperlich auszuziehen, sondern einfach, dass man überall in Deutschland irgendwo hinziehen kann, wohnen kann und dann auch, keine Ahnung, in Thüringen sein Abitur gemacht haben kann und dann in Hessen studiert oder wie auch immer, dass man dann einfach, so wie sage ich mal, in manchen Bundesländern sein Abi macht und dann woanders an der Uni ist und dann dadurch reingekommen ist, obwohl man in einem anderen Bundesland es vielleicht nicht geschafft hätte, meiner Meinung nach Schwachsinn. Ja, also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich meine, ich muss sagen, ich habe schon Stories gehört oder ich werde manchmal auf Instagram gefragt, Leo, ist natürlich, kommt selten vor, aber es kommt vor, soll ich in Bundesland X nach Bundesland XY ziehen, weil da die Anforderungen fürs Abitur geringer sind. Ja, und ich weiß nicht, aber da muss doch irgendwo mal in dem ganzen Bildungssektor so die Alarmglocken angehen und checken so, yo, wenn schon angefangen wird, mit dem Gedanken zu spielen, umzuziehen, weil in Bundesland X es so viel schwieriger ist als Bundesland Y, schwierig. Meiner Meinung nach sehr schwierig. Schreibt mir aber gerne eure Kommentare, eure Meinung in die Kommentare und dann lasst uns da gerne darüber diskutieren. Ich freue mich auf eure Meinungen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und denkt immer dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.